Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ein weiteres Top 10 Video und das ist jetzt auch schon meine letzte Top-Liste und zwar zu Girls Love. Ja, ich dachte, da passt auch das Pride-Shirt ganz gut. Und ja, also zu Girls Love will ich davor noch so ein bisschen was sagen, weil ich finde, das ist ein Genre, was noch viel ungenutztes Potenzial einfach hat. Also es gibt in Deutschland jetzt auch noch nicht so viele Girls Love, vor allen Dingen noch nicht so viele richtig gute Girls Love. Und generell, was mein Problem so ein bisschen mit dem Genre ist, dass oft Liebesgeschichten mehr nur so als Freundschaft dargestellt werden. Also es gibt viele Geschichten, wo man so ist das jetzt einfach nur eine sehr tiefe Freundschaft oder wirklich eine Liebesgeschichte? Und ich will halt mehr Storys, wo es wirklich ganz klar eine Liebesgeschichte ist. Und ja, das ist so ein bisschen so meine Kritik auch an das Genre. Ich denke, es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie in Japan halt auch Frauen gesehen werden, so dass das Idealbild halt mehr so, ja, süß, niedlich, zart und ebenso zart sind dann halt auch meistens die Girls Love Stories. Was ich ein bisschen schade finde, ich will hier nicht groß irgendwas richtig Explizites oder so, aber einfach, dass wirklich klar ist, dass es eine Liebesgeschichte ist, so die Gefühle auch einfach dahinter. Ja, nichtsdestotrotz habe ich natürlich hier eine Top 10. Es ist halt, wenn es noch generell mehr Girls Love geben würde, wäre die wahrscheinlich auch etwas anders. Also ich habe halt viele auch, die sind einfach nur hier drauf, weil ich sonst halt nicht mehr hatte. Trotzdem mag ich die natürlich alle. Ich würde nichts draufpacken, was ich nicht mag. Das wäre auch gar nicht mehr in meiner Sammlung. Ja, also es sind relativ knapp die 10 halt zusammengekommen und es sind halt auch ziemlich viele sehr kurze Reihen. Aber ja, fangen wir einfach mal an. Das wollte ich halt so vorher noch so ein bisschen sagen. Ja, und da hätten wir auf dem 10. Platz dann ein Einzelband halt. Und zwar Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist von Taishi Sao und Aiki Aiki, die ich ja generell sehr gerne mag. Die haben halt auch, ja, auch Boys Love und auch schon Romance gemacht. So, ja, finde ich generell cool. Und eben halt auch hier ihr Girls Love Einzelband, finde ich sehr gut gemacht. Kann man jetzt halt nicht viel zu sagen, sind halt Kurzgeschichten. Ja, über hier einige Mädchen, also hier steht hinten auch drauf, 7 schöne Kurzgeschichten an der Mädchenschule St. Theresia. Und ja, es spielt oft an Mädchenschulen, das ist irgendwie so ein Ding bei Girls Love auch. Ich meine, es macht ja auch Sinn, aber es gibt irgendwie mehr Girls Love, die an Mädchenschulen spielen, als Boys Love, die an Jungsschulen spielen. Also ich habe das Gefühl, alle diese Mangas hier spielen mehr oder weniger an Mädchenschulen. Naja, aber jedenfalls auch nochmal zum Zeichenstil vielleicht hier. Sehen. Ja, ist halt typisch. Ich weiß gar nicht, wer hier wirklich, ja, Taishi Sao hat, glaube ich, die Zeichnung gemacht. Ich finde, ihr Stil ist auch mit Aiki Aiki relativ ähnlich und auch, weil die halt oft zusammengearbeitet haben und so. Ja, dann auf dem 9. Platz haben wir Frag Time. Der ist noch gar nicht so lange in meiner Sammlung. Generell auch noch nicht so lange, dass er rausgekommen ist. Ist eine zweibändige Reihe. Es geht darum, dass dieses Mädchen hier für 3 Minuten die Zeit anhalten kann. Und dann lernt sie eben die andere hier kennen, weil sie als Einzige aus irgendwelchen Gründen sich auch in dieser Zeit bewegen kann. Also dann haben sie quasi diese 3 Minuten, ist so ihre Zeit zu zweit. Das reimt sich. Ja, und sie lernen sich dann halt einfach besser kennen. Und es geht so ein bisschen darum auch, wie soll ich sagen, so die wahren Gefühle von Personen herauszufinden und so weiter. Also viel auch so selbstfindungsmäßig, bei ihr hier halt vor allen Dingen. Und ja, in den 2 Bänden fand ich eine nette Reihe. Es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein paar kleine Kritikpunkte hätte ich, aber trotzdem eine schöne Reihe. Und ich fand sogar den Film noch besser. Also es gibt auch einen Anime-Film dazu. Der geht auch nur 1 Stunde, also da kann ich auch empfehlen, sich den anzugucken, wenn man einfach mal so gespannt drauf ist. Ja, dann haben wir hier ebenfalls eine 2-bändige Reihe, und zwar High School Girls. Ja, das ist auch einer der älteren Girls Love, einer auch, ich sag mal, der ersten, die so rausgekommen sind in Deutschland. Und ich fand den halt auch interessant, weil es auch einer der ersten war, die halt auch ein bisschen mehr als nur Küsse gezeigt haben und so. Was halt generell für das Genre, wie gesagt, eher, ja, eher selten ist. Und ja, ist halt auch einfach eine Story auf einer Highschool, 2 Schülerinnen kommen zusammen. Und ich glaube, da war auch noch irgendwie eine Lehrerin, die auch noch irgendwie mit wem was hatte. Und ja, war auf jeden Fall eine schöne Story. Da ist halt der Zeichenstil und so, ist auch relativ süß eigentlich. Ja. Ach so, bei dem anderen habe ich den Zeichenstil auch gar nicht gezeigt. Da kann ich ja auch mal noch so ein bisschen. Der ist eher mehr so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen dickere Linien und so. Dann auf dem nächsten Platz haben wir Ipomoea. Allerdings ist hier die Sache, das ist ein Einzelband. Aber eigentlich ist es eine Reihe. Aber
auf Deutsch kam halt nur diese Einzelband erstmal raus. Ich glaube, es war auch an sich in Japan ursprünglich ein Einzelband und dann kam eine Fortsetzung und so wurde halt eine Reihe. Aber es kam hier nie eine Fortsetzung, doch Egmont hat jetzt angekündigt, für nächstes Jahr die Reihe nochmal von vorne, halt auch mit dem dann noch als komplette Reihe halt rauszubringen, was ich super cool fand, weil es hat mich immer geärgert, dass hier nur der erste Band war und ich habe den auch online ein bisschen weitergelesen. Allerdings nicht komplett, deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr, denn nächstes Jahr, ich weiß gar nicht mehr wann genau, aber für vielleicht so Frühlingssaison oder so rum. Ja, deswegen könnte der auch noch höher oder so auf der Reihe wann auf der Liste wandern so. Aber ich habe ihn jetzt erstmal hier hingepackt, weil ja bisher jetzt erstmal nur der eine Band da ist. Und ich fand den auch schon damals halt total süß. Also der ist halt wirklich mehr so niedlich gemacht. Ja, auch so, ich sag mal, ein bisschen langsamer, wie die Beziehung sich entwickelt. Es geht halt einfach um diese beiden Schülerinnen hier und ja, die sich halt einfach kennenlernen. Es ist bei Girls Love genauso wie bei Romance eigentlich auch. Ist halt so, ist ein bisschen schwer zu erklären, worum es eigentlich in der Story geht, weil es meistens einfach nur zwei Charaktere treffen sich und verlieben sich ist. Und ja, es spielt halt an der Schule hauptsächlich und da ist dann zum Beispiel auch so ein, ja, so ein Sportfest irgendwie, wo sie sich dann halt auch näher kommen. Und sie hier zum Beispiel kümmert sich halt immer um den Garten und sie ist halt so mehr sportlich aktiv und ja, sehr süß. Dann hier auch etwas Neueres, Vampire X Junior. Das ist in vier Bänden abgeschlossen. Ich habe allerdings nur den ersten. Deswegen ist es auch nochmal so eine Sache, ich kenne das Ende nicht, deswegen könnte der auch noch sich auf der Liste bewegen, sage ich mal. Ich habe den aber online auch ein bisschen weitergelesen, weil ich den halt schon gelesen habe, bevor der auf Deutsch rauskam. Und ja, es geht halt grob um, naja, Vampire, eben auch mal wieder an einer Mädchenschule. Ich glaube zumindest eine Mädchenschule, auf jeden Fall Schule. Ja, und da gibt es halt diese Vampire, die eigentlich aber irgendwie als, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie so Blumendämonen, irgend so eine bestimmte Art von Blume, irgendwie werden die beschrieben und die brauchen halt einfach Blut, ne? Und dann gibt es halt diese Bräute von denen, die halt dann das Blut bekommen. Und ja, da entwickelt sich halt eine Beziehung zwischen den beiden. Hier erstmal ist natürlich nur so eine Blutsache und dann wird es halt auch noch romantisch. Allerdings hat das Ganze auch noch so einen Haken, den ich jetzt nicht spoilern will, aber da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, was ziemlich traurig ist. Und ich bin halt dann auch gespannt, wie das endet. Das weiß ich halt leider noch nicht. Aber insgesamt finde ich ihn schon ziemlich gut und der Zeichenstil ist auch sehr schön. Kann ich ja mal die Farbseiten zeigen, die sind sehr hübsch. Ja, also gefällt mir auch schon sehr gut. So, dann auf dem nächsten Platz, ich weiß gar nicht genau, wo wir sind, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber das kann man ja selber im Video tun, sage ich mal. Haben wir dann Cherry Lips. Das ist eine zweibändige Reihe. Die ist auch, ich sag mal, von meiner Lieblingsmangaka, was das Genre angeht. Da werden wir dann auch später noch was sehen auf der Liste. Eigentlich habe ich auch nicht zwei Werke von einer Mangaka immer auf meinen Listen, aber hier mache ich eine Ausnahme, weil ich einfach nicht so viele Girls Love habe. Und der hier halt wirklich gut ist. Es hat zwei Bände, ist aber trotzdem mehr kurzgeschichtenmäßig aufgebaut. Also es gibt viele Kurzgeschichten, aber es ist halt so eine der Storys, steht so ein bisschen im Mittelpunkt und geht über beide Bände hinweg. Ist halt von den beiden hier, die auf unterschiedliche Highschools gehen nach der Mittelschule und deswegen halt erstmal so ein bisschen mit dieser Distanz zu kämpfen haben. Also sie sind da auch noch nicht zusammen, aber sie merken halt eben auch durch diese Trennung so ihre Gefühle und so weiter. Und ja, ist sehr schön und da sind dann halt, wie gesagt, noch weitere Kurzgeschichten drin. So, und dann hier noch eine laufende Reihe, Café Liebe. Die hat gerade fünf Bände, wie gesagt, noch am Laufen. Und das ist hier halt wirklich eine, wo der Love-Aspekt so ein bisschen zweitrangig ist, beziehungsweise sich einfach sehr langsam entwickelt und am Anfang noch nicht so ganz klar als Liebe dargestellt wird. Aber so im Laufe der Story mal sehen, was weiterhin noch passiert. Es geht halt um ein Themencafé, in dem eine der Hauptcharakterinnen hier gezwungenermaßen arbeiten muss, weil sie aus Versehen eine verletzt, die dort arbeitet und dann halt für sie einspringt. Und es ist halt ein, ja, Café, das eine katholische Mädchenschule darstellt. Und die, ja, Schülerinnen kümmern sich dann halt um die Gäste und so weiter. Halt so ein bisschen rollenspielmäßig auch. Und es gibt dann halt auch diese Schwesternschaften zwischen denen, ja, die dann halt sehr, ja, nah miteinander sind und so halt. Es gibt da viele so pathetische Reden, wo die dann halt so sind, oh, meine Schwester und so. Halt für die Gäste, ne? Es ist auch ziemlich witzig. Also mir gefällt es einfach so sehr gut. Deswegen, da stört es mich nicht so, dass der Liebesaspekt ein bisschen kürzer kommt oder sich langsamer aufbaut. Ich finde einfach die Story halt sehr interessant und lese ich einfach sehr gerne. Der Zeichenstil ist auch sehr, sehr schön. Vor allen Dingen halt auch in solchen Szenen dann halt wie hier.
Also der gefällt mir eben auch schon sehr gut. Ich bin gespannt, wie viel Love wir dann noch zu sehen bekommen werden. Aber ja, die beiden Hauptcharaktere kennen sich halt auch schon von früher und haben so ein bisschen so eine Vergangenheit miteinander. Deswegen ergibt sich da auch noch so ein bisschen was. Aber ja. So, dann der dritte Platz ist das jetzt, würde ich sagen. Ja. ist dann Bloom into You. Der wird mit 8 Bänden abgeschlossen sein. Gerade sind 7 draußen. Also ich bin sehr gespannt auf das Ende. Aber ich denke, der wird auch hier weiterhin auf Platz 3 bleiben. Ja, das ist auch eine sehr langsame Love-Story. Auf jeden Fall Love, es ist nicht nur so freundschaftsmäßig oder so, aber es passiert alles sehr langsam, aber sehr gut. Also ich finde es einfach wirklich gut geschrieben, sag ich mal. Und zwar lernen sich die beiden hier halt, ja auch wieder Schulsetting halt kennen, denn sie haben beide, sag ich mal, so ein bisschen Problem mit Liebe. Also sie hier bekommt ständig irgendwelche Liebeserklärungen, aber empfindet dabei einfach nichts und ist so, was ist Liebe überhaupt? Und sie wollte immer so eine Liebeserklärung, aber als sie dann tatsächlich eine bekommt, ist sie auch so irgendwie, stellen sich diese Gefühle nicht so wirklich für sie ein. Und dann sind beide halt so, ja, Liebe, so, Allerdings verliebt sich dann hier Nanami in Koito. Und sie allerdings nicht zurück erstmal. Es ist dann erstmal eine einseitige Liebe, die aber von Koito akzeptiert wird. Und die ganze Geschichte ist auch mehr so eine Selbstfindungsgeschichte halt. Was bedeutet es wirklich, jemanden zu lieben? Und wer bin ich eigentlich? Auch so ein bisschen, vor allen Dingen für sie, so ein bisschen identitätskrisenmäßig. Und es gibt auch so ein Theaterstück in der Story, wo das alles auch nochmal so rauskommt. Ich fand es wahnsinnig gut gemacht. Ja, es gibt auch ein Anime dazu. Und ja, mir gefällt es einfach sehr gut, wie die das alles so gemacht haben. Dann auf Platz 2 würde ich mal sagen, das ist wirklich der bekannteste Girls Love so in Deutschland oder generell auch sehr bekannt einfach ist Citrus. Ja, und hier war ich wirklich sehr unsicher, ob ich es auf Platz 2 packen soll oder nicht doch auf Platz 3. Da war ich so ein bisschen, weil auch wenn ich es jetzt wirklich sehr hoch habe und es auch sehr gerne mag, habe ich auch ein bisschen Kritik daran und finde, dass er ein bisschen überhyped einfach ist. Ja, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein guter Manga. Er ist eigentlich in 10 Bänden abgeschlossen, aber es gibt jetzt noch eine Folgereihe. Also ist es nicht wirklich abgeschlossen. So, ich war auch so ein bisschen überrascht davon und weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber es wurde halt gesagt, dass die Hauptreihe, also die 10-bändige Reihe, eher mehr ist, wie die Charaktere sich kennenlernen und zusammenkommen. Und dann die Folgereihe ist mehr über ihre Beziehung. Deswegen mal sehen, was da passiert. Ich bin positiv gespannt, sage ich mal. Also wenn es halt mehr um die Beziehung geht, das ist ja schon mal cool. Und ja, an sich, von der Hauptstory her, die beiden sind halt Stiefschwestern, also ihre Eltern heiraten halt und dann wohnen die halt zusammen und lernen sich halt so kennen. Und ja, dann fängt es halt an, dass Yuzu sich in Mei verliebt, genau. Und ja, sich dann halt so langsam näher kommen. Mei ist auch sehr verschlossen am Anfang und ja, erzählt auch nicht so viel von sich und so weiter und lernt sich dann halt so mehr zu öffnen. Es gibt aber generell einfach sehr viel Drama. Also ständig kommen da irgendwelche Charaktere und versuchen die Beziehung zu boykottieren oder so. Und ja, tauchen halt viele neue Charaktere einfach auf. Und das Drama fand ich manchmal so ein bisschen, ja, jetzt nicht so ultra interessant, aber es ist okay. Also ich mag es einfach generell sehr gerne. Und die Länge der Reihe ist halt auch ein bisschen was, was dafür spricht. Natürlich können einem auch kürzere Reihen besser gefallen als längere. Aber ich finde allgemein ist es immer ein bisschen besser, wenn es ein bisschen länger zumindest ist, weil man dann einfach mehr Content hat und die Charaktere besser kennenlernen kann. Halt für mehr Charakterentwicklung. Ja, deswegen mein Platz 2. Und jetzt mein ungeschlagener Platz 1 schon seit längerer Zeit. Wir beide. Ja, das ist auch ein bisschen, ich sag mal, ein älterer Girls Love in dem Sinne. Und ich mag den einfach schon immer am liebsten so. Ist in 5 Bänden abgeschlossen, wie gesagt, auch von Milk Morinaga, Lieblingsmangaka in dem Bereich. Also von ihr ist auch noch Cherry Lips, was man schon gesehen hat. Und ich hoffe sehr, dass noch weitere Sachen kommen. Und ich kann nicht mal sagen, warum genau gerade der jetzt mein Lieblings-Girls Love ist. Ich mag einfach die Charaktere, die Story, einfach wie es alles aufgebaut ist. Und ich habe den schon ziemlich oft gelesen. Ist halt auch wirklich eine schöne, ernsthafte Beziehung auch, die sich schon ein bisschen langsamer auch aufbaut, aber jetzt auch nicht zu langsam. Ich meine, 5 Bände, wie gesagt. Und ja, dabei ist es auch eher mehr so, ich sag mal, niedlich. Vor allen Dingen, der Zeichenstil ist ziemlich süß eigentlich, was jetzt gar nicht so mein Style ist direkt, aber ich mag es einfach trotzdem richtig gerne. Ja, mal gucken, was ich hier so zeigen kann. So ein bisschen Zeichenstil. Ja.
es geht halt einfach um ja, Freundinnen, die sind generell in so einer Freundschaftsklicke so, also mit so 5 anderen Leuten ungefähr so, ich weiß nicht mehr wie viele genau, so insgesamt vielleicht 5 oder 6 Leute. Und sie kommt so ein bisschen neu dazu und sie ist am Anfang noch so ein bisschen schüchtern und weiß nicht so ganz, wie sie sich auch so stylen soll und so weiter. Und sie gibt ihr dann quasi so ein bisschen so ein Makeover, halt so Haare schneiden und so, ne? Ja, und so kommen sie sich dann halt so ein bisschen näher auch, dadurch, dass sie ihr halt so ein paar, so ich sag mal, Modetipps auch gibt oder sowas. Weil sie will halt so ein bisschen mehr auch darüber lernen. Und dann, ja, lernen sich halt so kennen und kommen sich dann halt so langsam näher, wo die einen dann so feststellt, oh, vielleicht ist es mehr als nur Freundschaft und so. Und ja, einfach eine super tolle Story. So, dann habe ich noch 2 so Honorable Mentions. Ich hätte auch noch so ein paar andere, aber wie gesagt, es gibt einfach auch viele Girls Love, die ich halt nur so ganz okay fand. Und die hier fand ich halt jetzt, also beziehungsweise das eine fand ich halt ein bisschen besser und das andere dazu kommen wir gleich noch. Also erstmal hier ist noch ein Einzelband von der Mangaka von Café Liebe. Und zwar Mädchen in all ihren Farben. Den fand ich halt auch einfach nochmal schön so zum Einsteigen. Also wenn man einfach mal generell einen guten Girls Love Einzelband lesen will, um so ein bisschen ins Genre vielleicht zu kommen oder sich für die Mangaka zu interessieren, falls man vielleicht Café Liebe kaufen will und sich noch nicht sicher ist, kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Super schöne Zeichnung, sieht man auch einfach schon am Cover hier, finde ich. Und ja, Kurzgeschichten halt, ne? Und dann noch die Eclair-Reihe. Das ist halt so eine Sache. Die Eclair-Reihe, das ist bei Ultraverse, im Moment gibt es 4 Bände. Und das sind Kurzgeschichtensammlungen. Oder auch hier steht ja auch Girls Love Anthologie. Da sind wirklich sehr viele Storys drin von unterschiedlichen Mangaka. Ich guck mal gerade hier, also man sieht hier einfach im Inhaltsverzeichnis, wie viele da drin sind. Und da war auch am Anfang, als die rauskam, immer so ein Bewertungszettelchen dabei, wo man dann sagen konnte, welcher einem am besten gefallen hat. Und ich glaube, das war für Ultraverse auch so ein bisschen so, um herauszufinden, was für eine Art von Girls Love gut ankommt, sodass sie dann sehen, okay, das könnten wir in Zukunft rausbringen, sowas in der Art. Und das fand ich halt eine ziemlich coole Idee und deswegen hatte ich mir die auch geholt. Die Sache ist halt die, es sind wirklich sehr viele Kurzgeschichten, auch teilweise sehr kurze. Und da sind halt auch viele, die ich persönlich eher schlecht fand wirklich oder halt nur so, naja, okay. Es gab natürlich auch einige gute, aber deswegen weiß ich nicht so ganz, ob ich das wirklich an sich empfehlen kann, weil es halt wirklich nur Kurzgeschichten sind. Und man kann halt auch dadurch ein bisschen schlechten Eindruck bekommen, kann aber auch einen guten bekommen. Es ist halt so zwischendrin, ich weiß auch nicht so genau. Es ist halt auch 12 Euro pro Band. Deswegen weiß ich nicht, ob man es in dem Sinne empfehlen kann. Dann kann man vielleicht eher auch in ein paar Einzelbände reinschauen oder so. Ist halt einfach so eine Sache, die ich erwähnen wollte, dass das existiert. So, das war's dann mit meiner Top-Liste. Damit wären wir halt, wie auch gesagt, schon mit den Top-Listen durch. Ja, ich hoffe, euch hat das gesamte Format an sich gefallen. Ich konnte so ein paar meiner Favoriten euch präsentieren, die dann vielleicht auch was für den einen oder anderen sind. Und ja, ich habe auch schon ein paar Ideen für weitere Formate. Mal sehen, was dann auch so kommt, für so auch vor der Kamera halt so, ne? Weil die Updates gibt es ja immer hinter der Kamera. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!